Und damit sagen wir beide wieder Hallo. Moin, moin. Oder Moin Moin. Jede Begrüßungsart ist erlaubt. Oder auch nicht. Naja. Wir Naja. hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, wir wollten ganz gerne eine, was wir ja gerade sehen, eine rohstoffreiche Karte beanspruchen. Damit wir erstens unser Großprojekt hier, wo wir auch uns Gedanken drüber gemacht haben, machen können. Und ja, vielleicht sogar danach auch richtig gut finanzieren können, soweit es geht. Also werden wir jetzt erstmal beanspruchen und jetzt lasse ich einfach mal wieder Akira reden. Ja, also willst du dann jetzt auch deine nächste Stadt also angehen? Nun gut. Ja, also ich werde die Stadt hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen weitermachen. Ich schätze mal vielleicht noch bis zur 10. Folge. Wir sind da jetzt hier bei der 8., wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 8. müsste das sein. Und ja, dementsprechend ein bisschen habt ihr noch mit der Stadt hier. Und bevor wir sie dann, ja, quasi erstmal hinter uns lassen. So, jetzt werden wir hier aber noch mal ein bisschen Straßennetz ausbauen. Irgendwie ist mir hier eindeutig zu viel Verkehr. Aber hast du ein sehr gutes System. Aber was ich dir nochmal sagen wollte, du hast da hinten die zweite Autobahnanbindung, ne? Ja. Warum hast du die nicht einfach durchgebaut? Weil Also gerade es gebaut? nicht ging. Weil es nicht ging? Wegen der Kreuzung. Das ist ja scheiße. Ja, das dachte ich mir auch. Da wollte er hier nochmal den Degen raushängen lassen. Ja, Warum ja. hat jeder einzelne Baum einen eigenen Hügel? Wurden die alle eingepflanzt? Smart. Warum soll ich eine Nachbarstadt Ressourcen schicken wollen? Nein. Er hat sein eigenes Geld. Danke. Ja, ich hab sehr viel Geld. 62.000. Damit kann ich noch nicht mal eine Schule finanzieren, oder? Oha. Oder? Oder? Ich denk, Doch, ich deiner kann die Stadt Schule geht's so finanzieren. gut. Ich habe nur 2000 mehr. Cool, ich kann eine Universität bauen. Weil der natürlich, ja, Gymnasium. Ja, ob das aber so gut ist, damit machst du dich doch gerade wieder pleite. Ich meinte, naja, 2000 habe ich dann noch, ne? Naja, das Ding kostet ja aber auch. Ja, aber ich habe jetzt auch kein. Also ich habe jetzt im Gymnasium kein anderes Ding, habe ich mich gerade gesehen. Habe ich gerade gesehen. Jetzt bin ich gerade aber überlegen, was macht das Ding denn hier? Das Gymnasium helfen So. die jungen Leute, die weniger. Wäre es natürlich cool gewesen, wenn es genauso wie die anderen Schulen, wenn man es in ein Industriegebiet in der Nähe setzt, dass die dann eine höhere Technikstufe kriegen, aber es ist dann wohl nicht so. Also muss ich die nicht unbedingt an ein Industriegebiet ran. Nee, das bringt nicht so viel, Dann das kann ist ich wohl die wahr. hier ran machen, genau. Dann haben wir jetzt auch ein Gymnasium für unsere etwas schlaueren und klügeren Zins. Jo, das habe ich mir auch gerade mal geleistet für mein Städtchen. Ja, aber er hat das Glück, dass er danach keine 2000 mehr hat, sondern mehr. Ja, so ein bisschen was. Ein bisschen. Bisschen, ja. Ein ganz kleines, unweigerliches bisschen mehr, ja. Nicht viel. Noch mehr? Nee, 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 nee. Okay. Alles gut. Ist schön. So, und da ist dann auch schon wieder das nächste Upgrade für die Bürgermeistervilla verfügbar. Wo ist mein Bus-Depot? Zack. Ach, da. Kaufen wir uns mal so einen fetten Adler. Zerbrechen im Gange. Zack. Weißt du, was ich gerade machen wollte? Na. Ich wollte gerade mein Bus-Depot ausbauen. Was sagt er? Verbrechen im Gange. Natürlich kann Ja. ich das bauen. Na, okay. Was? Okay, wie gesagt, ich habe kein Geld. Ich muss alles ausbauen. Mal wieder. Nee, immer noch. Immer Wenigstens habe ich noch. diese Schule, also eine richtige Schule. Ich weiß gar nicht, wieso sind hier immer. Ach ja, ich wollte ja den Typi hier uns Wahnsinn. noch mal gönnen. Brandschutzbeauftragten. Einen haben wir ja schon. Und zweiter wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ah, ja. Naja, öffentlich. Das ist ja nicht jetzt.
Messegelände. Man kann ja die Sachen hier bauen, Spielzentrale. Wie soll ich das denn schaffen? Was denn? Ich soll an einem Tag durch Glücksspiel 52.000 machen. Bisher habe ich nur 15.088. Oha. Oha. Ja, das ist Wie ein soll ich das Happen. denn schaffen? Das ist Und wirklich eine ja. ganze Menge. Und das mit so einem kleinen Fitzelding da. Apropos, ich kann es ja mehr bauen, ne? Ich bin so doof. So, wir haben die 97.000 Einwohner erreicht. Doch, mein herzlichen Glückwunsch, das sage ich jetzt irgendwie sehr viel. Ja, ich bin da gerade so ein bisschen am Hochpumpen, wie man merkt. 99.000. Und 100.000. Na, jetzt sagst du letztes Mal 100.000. Nein, das Und wäre ein bisschen zu übertrieben. Upgrade. Gleich nochmal die Bürgermeistervilla aufrüsten. So muss das. Packe ich denn jetzt das zweite Casino hin? Ich will wissen. Warum werden die alle unglücklich? Wollen die mehr Polizei haben oder wie? Ich will jetzt ein Casino bauen. So, Casino. Basta. Polizei kriegen sie später. Erstmal mehr Verbrechen. Mehr Verbrechen oder mehr Verbrechensbekämpfung? Mehr Verbrechen. So wie ich hier höre, sind hier überall Schüsse gefallen. Aua. Aua, 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 Das aua. ist nicht gesund. Nee, ein Schuss kann man. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht. Können aber, muss aber nicht. Gut, damit erreicht. Beim Casino ist wieder voll ausgebaut. Jetzt kann ich gleich eine Polizei fahren. Ich hoffe, das Ding macht So, jetzt auch Gewinn, kann man wenn das es Ding Leute denn eingestellt hier? hat. Tja, kann man doch noch ein bisschen was reinballern. Bringt das auch ein bisschen mehr. So, jetzt sind wir wieder runtergerutscht auf Strom! 92.000. Da wird anscheinend irgendwo was gebaut. 84.000. Das ist ja nur kaputt. Achso, da sind zwei dicke Häuser gerade gebaut worden. So, noch ein Schild für die Pizzalieferanten. Dann. Schlagzeilen. Oh mein Gott. Was denn jetzt schon? Asteroiden. Was? Nein. Naja, wir können es bestimmt eh noch was. Nein. Naja, deine Stadt. Nein. Kann es Der sein, dass deine Stadt. Meteoriteneinschlag. Also jetzt brauchst du wirklich Feuerschutz. Hui. Das sieht aber schick aus. Weißt du, aber einer. Am Ende ist immer einer, der einschlägt, glaube ich. Und die schlagen alle so irgendwie ein, wie es Nee, ausschaut. nee, die schlagen nicht ein. Die explodieren. Also die verglühen. Ja, Alex Feuer. naja, nee, da kommt so Feuerwellen runter, trotz allem noch. Ja, das ist verglühen. Du hast doch bestimmt mitgekriegt, wie dieser Naja, Asteroid. so ganz 100% verglühen tun sie nicht. Also, es kommen ja schon Trümmerteile runter. Ja. Fallen jemand auf den Kopf und dann ist er tot, ist ja egal. Ja, wie gesagt, wirf mal, naja, okay, gibt's nicht mehr das World Trade Center, aber so aus der Höhe vom World Trade Center ein Centstück runter und was jemand auf den Kopf bekommt, der ist tot. Der hat quasi einen Kopfschuss bekommen. Ja, das ist schon blöd. Aber dann sollte man noch kein Centstück runternehmen. Es kam aus den All. Wow, was ist da in die Luft geflogen? Was ist das? Ja, genau. Was ist schon wieder? Hab ich schon wieder meinen Park erwischt? So, was sagt der denn hier? Park geschlossen. Brauchen Strom. Es ist kein Park, Also das ist eine dafür, Bibliothek. dass hier gerade Meteoriten runtergekommen sind und nur zwei Wohnhäuser kaputt gegangen sind und nichts anderes brennt. Na doch, ein bisschen was brennt. Hier liegt immer Müll rum. Hä, kann doch gar nicht wahr sein. Was ist das denn? Deine Müllabfuhr kommt gerade. Danke. Böse, böse, böse. Da ist uns doch glatt ein Meteorit auf den Stadt runtergekommen. Mann, 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 Mann. Kann es sein, dass die ganze Scheiße, also der Scheiße meine ich jetzt mit Rauch, der ganze Rauch mitten in meine Stadt geweht wird? Das ist mir aber Von neu. mir? Nein. Nee, zu mir, zu mir, zu mir. Warum hast du Ja, gerade von gerufen? mir, zu dir, richtig. Warum lachst du jetzt Nein. gerade? Und warum? Nein. Nein, nein, das kommt dir nur Also so das vor. gibt mir zu grübeln.
Nee, also genau genommen müsste das eigentlich an dir vorbeiziehen. Ja, das zieht an dir vorbei. Es geht jetzt eigentlich auch um meine Sachen. Naja, unsere beiden Industriegebiete sind nebeneinander eigentlich. Nur ein Kilometer voneinander fährt. Nee, weniger. Kann ich ja zu Fuß rüberlaufen. Oder Quasi, zu ja. Füß. Ja, ganz klar. Zu Füß, Ja, genau. zu Füß rüberlaufen. Auf Was die wollen die denn jetzt hier? nackten Füß, Klassenzimmer genau. voll. Wieso gehen denn jetzt die Bewohner so Ja, auch. massiv runter? Ist das jetzt, weil hier immer noch so viel gebaut wird? Aber was ist das denn? Mann, das hättet ihr eben sehen müssen, wie viele Sims das waren. Oh, jetzt kann ich auch in eine allgemeine Hochschule gehen. Ja, die bauen wir aber erst, wenn wir hier irgendwie ein bisschen was gemacht haben. Zum Beispiel ein Klassenzimmer, das wäre auch mal schön. Eine Turnhalle können wir auch noch brauchen. Also ich muss ja mal sagen, von den Meteoriten habe ich jetzt eher nur Brandprobleme bekommen. Das der Rest war jetzt gar nicht Ja, so wild. hätte ich auch nicht anders erwartet. Ich hatte ja auch schon mal einen Meteoriten. So, wie viele verlassene. Ah, zwei! Ich bin genauso Also gut wie das du. hätte wirklich schlimmer sein können. Ja, das ist sowieso so. Kann immer schlimmer sein. Schlimmer Am geht besten, wenn man immer. sagt, es kommt bestimmt nicht noch schlimmer. Also, jetzt ist es schon so schlimm, dass es nicht mehr schlimmer wird. Ja, wie gesagt, schlimmer geht immer. Und von daher muss man mal gucken. Eine große Polizeiwache. Ja, jetzt raddert die Bewohnerzahl auch wieder hoch, wo die ganzen Gebäude fertig werden. Das ist eine sehr schöne Sache. Dann sind wir alle weg, aber alles. Und die Oh, die Gebäude Gefängnisse sind werden schon halb voll. hochgezogen. Hätten die das nicht gleich sagen können, dass die Gefängnisse voll sind? Sagen sie jetzt irgendwie ein bisschen spät, finde ich. Oha, eine große Sammlung von Schülern sind gerade zu dir rüber, obwohl hier genug ist. Ehrlich? Dann brauche ich wohl Schulbusse. Oh, Das ich ist habe ja nicht schön. gerade eine Villa gekriegt, also du weißt ja, ne? Aber ich habe kein Geld dafür gekriegt, was ist das denn? Nur weil du diese Mission da angenommen hast. Was? Wir verlieren weiter Arbeiter. Sie sterben. Wir haben ein Chemie gebrannt. Aber du hast doch eine Universität, oder? Nee, noch nicht. Das ist Nein. das nächste Ziel. Dann verfolgt das Ziel. Und Töte es. zwar jetzt kommt die Hochschule. Wo setzen wir sie denn hin? Wir Ich habe setzen Chemiebrand sie. an der Universität. Ich würde sagen, hier hin, oder? Sieht eigentlich gut aus. Ist das überhaupt richtig? Allgemeine Hochschule. Bibliothek, Moment. Gymnasium, Also Universität. Da das. haben wir doch die Uni. Ich wusste doch, irgendwo gab es ja noch was anderes. Wo setzen wir sie denn mal hin? Oh, da brennt irgendwas lichterloh. Hier gibt es nur Chemiebrand im Moment. Ah, schade, dass keiner von uns irgendwie einen Flughafen gebaut hat. Warum? Brauchen wir Flughafen? Dafür könnte man dann Brandhelikopter einsetzen und dann hat man nicht mehr das Problem mit den verstopften Straßen. Ach, ehrlich? Ja. Brandhelikopter gegen verstopfte Straßen? Im Endeffekt ja. Weil die Feuerwehr muss da ja nicht rumfahren. So. Das ist der Ah, Vorteil. aber also, Damit ah. entlastest du die Straßen Naja, so viele Feuerwehreinsätze habe ich gar nicht. gewissermaßen. Naja, viel wichtiger ist vor allem, dass die Feuerwehr auch ankommt. Das sowieso. Also bei 80.000 Einwohnern und so verstopfte Straßen wie bei mir, wäre das schon angenehm. Doch. Jetzt kann ich gleich ein Atomkraftwerk bauen und ich werde es jetzt mal in Angriff nehmen. Ich baue jetzt gleich ein Atomkraftwerk. So, was machen wir denn mal? Hier gibt es ja schon so ein paar Sachen zu erforschen. Atomkraftwerk gebaut. Was gibt es denn so Tolles zu Alle unglücklich. erforschen? Raumfahrtzentrum, Sonnenwärmekraftwerk, das Projekt Solaranlage, vertikale Turbine. Was machen wir denn mal? Was ist denn das hier? Geldprobleme habe ich. Ach so, der. Ich würde mal sagen, chemisches Ui, Zentrum. das hat gebummt. Gebummt. Ja, mein. Oh. Ja, Mann, oh.
Also der Chemiebrand ist gerade explodiert. Hier steht Autsch. gerade sogar Grundkatastrophe. Und wahrscheinlich ist jetzt das umliegende Ding hier irgendwie ein bisschen mit verseucht worden. Aber nur ein bisschen. Ich kann ja Das jetzt hört mal gucken sich wegen nicht gesund Strahlung. aus. Hört sich nicht Und? gesund an, meine ich. Hä? Auf den Straßen eine Strahlung? Du hast Strahlung? Oh Auf den Gott. Straßen, ja, ich weiß auch nicht. Die liegt Ach da du irgendwie rum. Scheiße. Die liegt da rum, so, die Strahlung liegt auf der Das Straße. ist Verschmutzung, die ist da überall hoch. Aber nur in Industriegebäuden sehr gut. Okay. Luftverschmutzung wird auch nur in den Industriegebäuden hoch und die zieht von der Stadt ab zu dir. Gut. Ja, danke. Verletzte werden fast gar nicht behandelt. Auch gut, nein, schlecht. Epidemien, Krankheiten überall im Industriegebiet. Na gut, dann haben wir da bestimmt ganz viele Kurzentren oder was auch immer. Wie sieht es denn hier mit dem Casino aus? Yes, sir. Wir machen Gewinn. Was habe ich Was? gerade gesagt? Atomkraftwerk kurz vor dem Ausbruch? Ups, oh. Kann ich das noch abreißen? Das ich? Nee, mein Atomkraftwerk fährt gleich. Kernschmelze. Sorgen Sie für eine Kernschmelze. Nein! Will ich jetzt? Du hast eine Kernschmelze. Ja. Aber du hast doch eine Schule. Tja, die ist wohl zu spät gekommen. Du weißt, jetzt ist sozusagen Zombies, aber seit wann hast du ein Atomkraftwerk? Schon lange? Mann. Hättest mich doch lieber umbringen lassen können. Hast du Naja. nicht irgendwie Schulen? Ach, jetzt sehe ich das auch da, das Ach, Atomkraftwerk da. hey je. Ganzen Gebäude hier. Also erst Asteroiden, Riesenechse, Ja, Atomschmelze. also das Spiel mag mich. Wie gesagt, die macht nur deine Probleme weg. Du hattest ein Problem mit einem Atomkraftwerk? Kernschmelze. Ja, super. Dafür ist meine halbe Ja, Stadt gerade genau. Jetzt kommen alle gestorben. zu mir. Ehrlich, jetzt da ist ein Riesenstau. Die kommen alle zu mir, die wandern alle aus. Das wundert mich auch nicht, Oh wenn hier mein die halbe Gott. Stadt verseucht ist. Also, wie war das jetzt nochmal mit der 10. Folge? Das wird sich nicht ändern. Ne? Ich glaub's Du, gar nicht, wie das lässt schnell du sich überhören. das wieder richten lässt. Ja, Das Hauptsache, geht sie bleiben alle in meiner ratzefatze. Stadt. Na, werden sie nicht. Oh Die Mann. werden schön wieder zurückkommen, da glaubt mal dran. Also bei der Autobahn ist gerade Riesenstau. Jo, Ich kann ja mal gucken, wo achte die mal herkommen. drauf. Achte mal drauf, wenn ich fertig bin hier, wo die dann wieder Warte, warte, hinfahren. warte, 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 warte. Jetzt wollen wir mal ganz kurz bestätigen, dass die alle von dir nach da kommen. Herkunft die Region. Das sind alle nur Touristen. So viel dazu. Spielhalle, Spielhalle, Region. So, jetzt ist alles planiert und jetzt wird gebaut. Extro-Anlage. Achso. Schauen wir Also, uns das alle einfach kommen mal an hier. erfolgreich zurück in deine Stadt. Ich habe das jetzt einfach mal vorgelesen und da stand, in deiner Stadt kamen die alle. Und die kommen jetzt nicht irgendwie hier ran, um zu daddeln und dann das ganze Geld zu dir zu stellen, zu schleppen. Das stand da nicht. So, jetzt achte mal drauf. Geld haben wir Wo noch sind denn hier die genug. ganzen verlassenen Gebäude? Sag mir das mal. Achso, hab Da keine mehr. gibt's Ah, auch sag einen mal. Knopf für, ne? Was weißt du? Was, ein Knopf? Ein Knopf für, ja. Was für ein Knopf? Wenn du den Typen auf der linken Seite anguckst, da ist ein Gebäudesymbol neben ihm. Wenn du da drauf drückst, springt er zu dem Gebäude. Achso, bei Feuer. Nein, nicht bei Feuer, wenn du auf Abreißen drückst. Achso, ja. Achso, ja, okay. Ach so, ja, ach Das so, ja. meintest du. Achso, ja. Ah, jetzt, ja, eine Ach ja, Insel. genau. Ach ja. Ah, nein. Ich habe das schon lange kapiert. Jetzt zum Glück. Ich hoffe, alle machen Gewinn. Yes, Gewinn. Und? Gewinn! Gewinn, Gewinn, Gewinn! Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und jetzt kriege ich bestimmt auch gleich hier irgendwas freigeschaltet, denn wir müssen ja jetzt schon ein bisschen weiter sein. Ja, wir sind richtig weit, das hat richtig viel gebracht. In Casino-Stadt, wir kommen. Ich bin noch Das lange hört nicht sich doch fertig gut mit dieser an. Stadt hier.
noch lange nicht. Übrigens, warum habe ich hier jetzt eigentlich diese ganze Scheiße hier noch stehen? Entschuldigung. Nur jetzt Atomkraftwerk. Jetzt sind sie auch alle überglücklich. Oh ja. So, jetzt sind auch Bildungsniveau der Arbeiter sicher beim Atomkraftwerk. Dann sollte das jetzt definitiv kein Problem mehr sein. Ja, soviel zum Thema erstmal Großprojekt. Das wird dann wohl erstmal nichts mehr. Nee. Ich muss mich sowieso erstmal auf Casinos konzentrieren. Und wenn wir dann genug Geld haben, dann werden wir erstmal diese Stadt da hinten aufbauen, Rohstoffe sammeln und dann haben wir es ein. Lustig. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich überhaupt hier die Strahlung wieder wegbekomme. Du kennst doch diesen Betriebswagen, also diesen Wagen da, der regelt, ob die, du weißt doch, die Windräder alle noch in Ordnung sind. Ich habe jetzt das Dings abgebaut. Und weil ich so viele Windräder hatte, musste ich auch eine Straße bauen. Und da ist jetzt so, dass die ganze Zeit dieser Prüfwagen ist wahrscheinlich zu der Zeit, wo ich das abgebaut habe, gerade beim Prüfen gewesen. Und jetzt fährt er die ganze Zeit im Kreis. Na, okay. Na, super. Und jetzt reiß ich mal ab. Warum ist das passiert? Das Auto wird wahrscheinlich verschwenden. So, wir werden jetzt mal die Klinik abreißen. Die arme Klinik. Krankenhaus bauen. Also langsam brauchen wir das anscheinend. Sind doch alle krank. Wellnesszentrum brauchen wir ganz dringend. Diagnosezentrum bringt uns im Moment nichts. Tja, jetzt müssen wir irgendwie erstmal Herr der Strahlung werden. Ja, und muss man auf die Uhr gucken? Ja, es ist auch schon wieder bald soweit. Ich habe jetzt übrigens auch eine große ein Polizeirevier gebaut. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Jetzt haben wir erstens Klinik, zweitens eine große Feuerwehrwache und drittens eine Polizeirevier. Wir haben alle drei Sachen. Das hört sich doch gut an. Mhm. Naja, dann sagen wir beide, glaube ich, jetzt schon Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Genau, und dann schauen wir einfach mal, dass wir beim nächsten Mal hier diese Strahlung irgendwie wegkriegen. Genau. Alles klar, Leute. Auf bald. Tschüss.